Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem September. Und ja, ich habe mal wieder ein bisschen viel gekauft, getauscht und auch ein bisschen, ja, tatsächlich übertrieben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich freue mich über jedes der 23 Bücher, die bei mir eingezogen sind. Zu meiner Rechtfertigung, insofern ich das überhaupt müsste, möchte ich sagen, dass auch zwei Manga-Reihen dabei sind, die natürlich gleich mit 3 und 4 Teilen ganz schön ins Gewicht sozusagen gegangen sind. Aber ja, was soll ich sagen? Es sind 14 haptische Bücher eingezogen, 3 E-Books und 6 Hörbücher. Und 10 davon sind auch schon gelesen bzw. gehört. Bei dem einen bin ich aktuell noch dran. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist toll. Es sind 23 Bücher, die mich zum Teil schon glücklich gemacht haben, die mich beim Lesen und Hören erfreut haben. Und gerade auch über die Mangas, die bei mir jetzt ja vermehrt einziehen. Ihr seht hier vielleicht schon, dass ich ein Manga-Fach eingerichtet habe. Das wird sich jetzt auch noch ein bisschen füllen. Und ich freue mich darüber. Zudem waren auch noch der Manga-Day in unserer Thalia, wo ich auch ein paar Proben gegriffen habe. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Ich packe wie im letzten Monat in die Infobox Zeitstempel zu Büchern, die neu und ungelesen bei mir eingezogen sind, zu Büchern, die ich schon gelesen habe, denn zu denen werde ich ein bisschen weniger erzählen, weil die werde ich euch ja in den kommenden 2 Wochen dann auch im Büchermonat vorstellen. Und es sind auch Bücher eingezogen, die nicht auf dem Sub landen und auch kurz, würde ich sagen, vielleicht so dazwischen irgendwo, dann auch die Mangas, die als Leseprobe bei mir eingezogen sind und wie ich auch diesen Manga-Day so erlebt habe, da würde ich einfach auch kurz ein bisschen was erzählen. Also ihr findet die Zeitstempel unten in der Infobox und auch alle Bücher, auch die Kennzeichen, ob es ein Rezensionsexemplar ist. Auf ein Buch warte ich tatsächlich jetzt noch, dass es einzieht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ob ich es hier kurz erwähne oder ob ich ja vielleicht später dann einfach das Schneiden mache und dann mich vielleicht in anderer Optik reinschneide, das werdet ihr dann sehen. Das werde ich aber auf jeden Fall. Irgendwie nehme ich das hier mit auf. Das ist jetzt bei den 23 Büchern auch schon inbegriffen. Aber ich konnte jetzt aus speziellen Gründen nicht warten, das Video erst später zu drehen. Und das erzähle ich euch dann nächste Woche im Büchermonat, was da so ein bisschen, aber gut. Ja, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten E-Book. Und zwar, wir treffen uns im nächsten Kapitel von Tessa Beakers. Ist eine unabhängige Empfehlung von 2 Freundinnen von mir, die gesagt haben, Steffi, die Geschichte wird dir gefallen. Und zwar geht es um 2 Buchliebhaber, die haben 2 gebrochene Herzen und es gibt ein neues Kapitel. Fragezeichen. Die romantische Komödie erzählt die herzerwärmende Liebesgeschichte von 2 Fremden, die einander Nachrichten in Büchern hinterlassen und sich in die Gedanken des anderen verlieben. Versehentlich landet Aarons Lieblingsbuch in einem von Londons öffentlichen Bücherregalen. Als sie es sich dort zurückholt, entdeckt sie, dass jemand auf ihre Notizen am Rand geantwortet hat. Der geheimnisvolle Fremde lädt sie ein, ihn am Rand von Große Erwartungen von Charles Dickens zu treffen. Und zum ersten Mal seit dem Tod ihrer besten Freundin beginnt Aaron sich zu öffnen. Zufällig entdeckt James in einem öffentlichen Bücherschrank eine Ausgabe von Wer die Nachtigall stört. Die am Rand notierte Gedanken der mysteriösen Fremden berühren ihn so, dass er darauf antwortet und das Buch zurück ins Regal stellt. Zum ersten Mal, seit er das Mädchen verloren hat, das er liebt, beginnt James sich zu öffnen. Was aber wird passieren, wenn Aaron und James herausfinden, dass sie einander keineswegs Fremde sind? Ich mag Geschichten in Büchern, wenn es um Büchern geht, wenn Leute das Lesen verbindet, wenn Leute sich darüber austauschen. Und ja, ich glaube, so in ähnlichen Konstellationen hatten wir das ja schon immer mal, dass Menschen sich auch über Notizbücher oder irgendwie austauschen. Aber ich freue mich auf die Geschichte von Aaron und James und bin da total gespannt. Und wenn 2 Leute in meinem Umfeld sagen, Steffi, das ist eine Geschichte für dich, ja, dann glaube ich da auf jeden Fall dran. Dann ist eingezogen die Glückslieferantin von Sanaka Hiragi, ich hoffe, man spricht das so aus, wurde mir als E-Book-Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und es soll hier um Begegnungen und Abschiede gehen, um die, dass es natürlich dann auch im Leben geht. Nicht immer sagen wir dabei, was wir wollen oder eigentlich meinen, was aber, wenn ein gemeinsamer Moment nun der letzte war. So mitreißend wie eilenfühlsam erzählt die Autorin davon, dass es nie zu spät für das richtige Wort oder die richtige Geste ist und der Himmelslieferservice, ja, bei dem arbeitet die junge Nana Hoshi, überbringt ganz besondere Päckchen, die eben von Menschen versandt werden, die wissen, dass sie zum Zeitpunkt des Empfangs womöglich verstorben sein werden. Und adressiert an andere, die ihnen am Herzen liegen und die eine wichtige
Botschaft unbedingt noch loswerden wollen, dass diese sie auch erreicht. Ob es nun eine alte Dame ist, die einen besonderen einsamen Geburtstag bevorsteht, ein junges Mädchen, dessen große Träume durch ihre kleine Familie zu zerplatzen drohen, oder vielleicht auch ein unglücklich verheirateter Mann, der noch viele Jahre später seiner Jugendliebe nachtrauerte. Und ihnen allen öffnet nun Nana Hoshi die Sendungen und auf ganz wunderbare Weise das verkannte Schmuckkästchen, das ihr Leben ist, wieder für das Schöne. Und ich mag solche Geschichten super gerne. Ich bin ja auch sehr gerne in der asiatischen Literatur unterwegs und freue mich da wirklich sehr drauf, diese Geschichte zu entdecken. Gerade weil mich auch dieser Moment bekommt, das war vielleicht das letzte Mal, dass man irgendwie miteinander gesprochen hat oder sich gesehen hat. Und ja, ich glaube, es könnte sehr emotional werden, aber ich freue mich drauf. Dann ist eingezogen, ja, dann habe ich bei Rebuy bestellt, was ich eigentlich nicht tun wollte. Und es sind eigentlich 7 Bücher bei mir eingezogen, aber 3 davon sind schon gelesen. Dementsprechend kommen die später. Und zwar ist eingezogen eine Manga-Reihe, die ersten 3 Bände, ich glaube tatsächlich von 10. Und da muss ich echt mal überlegen, ob ich die vielleicht zukünftig auf dem Tablet weiterlese, weil ich glaube, das stürzt mich sonst in den Ruin. Und zwar heißt die Reihe My Roommate is a Cat. Finde ich total schön. Von Story ist von Mina Tsuki und die Kunst sozusagen von Futatsuya. Ist bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Und ja, hier geht es um, wir haben einen Mystery-Autor, der es gar nicht leiden kann, von anderen in seiner Fantasiewelt gestört zu werden. Doch dann läuft ihm eine kleine Katze zu und es ist ein total rätselhaftes Existenz und sie inspiriert ihn zu einem neuen Roman. Und das ist eben so ein kleiner Streuner. Und da habe ich mir Band 1 geholt, Band 2, nicht weniger süß, und auch Band 3. Und ich freue mich darauf. Ich habe mir die jetzt extra im September aufgehoben, weil ich dachte, ich kann nicht diese ganzen Mangas einfach wegsuchten, sondern ich brauche auch noch was im Oktober. Und die werden im Oktober gelesen. Wie gesagt, wenn die Reihe schön ist, muss ich mal gucken, ob ich tatsächlich vielleicht dann gerade so lange Reihen dann vielleicht auf dem Tablet weiterlese. Ja, das nächste Buch ist dann Gewürzstraße. Und ich finde das Cover wunderschön. Es ist von Maya Ibrahim. Und bringt uns in eine Wüstenstadt und dort gibt es eben einen geheimen Gewürzzauber, der die verborgenen Fähigkeiten aufweckt, es ist ein bisschen klein, die den Misra-Tee trinken. Und wir haben die 17-jährige Imani, die eine Affinität für Eisen hat und auch mit dem Dolch gut umgehen kann, wie keine andere Kriegerin. Und sie hat sich den Ruf erworben, der nächste große Schild im Kampf gegen Djinn, Ghule und auch andere Monster zu sein, die in der Wüste ihr Unwesen treiben. Doch dann wird der Ruf von ihrem Bruder überschattet, der den Namen der Familie beschmutzt. Und dass er eben hier das begehrte Gewürz gestohlen hätte. Und hier wird jetzt nun eben auch dann ihr Bruder gesucht und bevor er dann das Schicksal ihrer Stadt und ihres Volkes für immer besiegeln wird. Es klingt super interessant, super spannend, hat knapp 450 Seiten und ich mag Wüstengeschichten und ich bin ja auch von den Filmen von Dune, von Frank Herbert wirklich sehr angetan. Ich war selbst schon ein paar Mal in der Wüste und habe das immer sehr, sehr gerne wahrgenommen, diese Atmosphäre. Und die Autorin lebt in Sydney, Australien. Finde ich super spannend. Also Cover gefällt mir richtig, richtig gut. Durfte gebraucht mitziehen. Ich glaube, neu hat es jetzt 19 gekostet. Ich habe, glaube ich, keine 7 bezahlt bei Rebuy. Also von daher absolut fein und auch in Ordnung. Dann über Tauschticket, glaube ich, ist ein Buch bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von meinen BookTube-Kolleginnen in die Kamera gehalten hat. Ob es Caro war, ich weiß es nicht mehr. Und zwar Graceland. Ja, hier kracht's. Ich weiß nicht, was hier jemand, also ich weiß, wer es ist, aber was hier gerade passiert. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Und zwar Graceland, die Geschichte eines Sommers von Kristen Mai Chase. Und das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte mit einem Roadtrip eben Richtung Elvis Graceland und soll eine sehr herzerwärmende, emotionale und eine Geschichte sein, die viel Spaß macht. So viel mehr weiß ich gar nicht. Ich habe mir natürlich die Rezension, ich weiß leider echt nicht mehr von wem,
angesehen und es hat mich total angesprochen. Und dann gab es das coole Buch bei Tauschticket, da wurde zugegriffen, auch wirklich noch in einem sehr guten Zustand. Und da freue ich mich dann auch drauf, die Geschichte zu entdecken. Ich glaube, ja, Karaoke-Bars, Perückenpannen, passiv-aggressiven Sprüchen, beide Frauen sich ein bisschen näher zu verstehen. Und dann wollen sie eben ja auf Graceland treffen und dem King Elvis Presley etwas näher sein. Ja, klingt richtig gut. Freue ich mich sehr, sehr, sehr darauf, es zu lesen. Dann ist von April Winter der Spiegel des Drachen bei mir eingezogen. Ich glaube, der Auftakt einer Reihe, und zwar mit dem Untertitel Weltenwandel, wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Aber ich glaube, als das Buch herauskam, war es, glaube ich, auch für 99 oder 1,99 zur Verfügung als E-Book zu kaufen. Und die Autorin war für den Fantastikpreis Seraph nominiert. Es soll epische High Fantasy mit Drachen sein und es wird auf Naturkatastrophen getroffen. Es ist eine Assassinin, die für ein Leben kämpft, ein Einzelgänger, der nach Freiheit strebt, eine Hure, die ihre Zukunft sieht und ein Leibwächter, der blind vor Liebe ist. Und wir haben hier eine Reise ins Gebirge mit im ewigen Winter, das Land Al-Daketa gefangen hält mit Erdbeben, Lawinen und Sturmfluten, und es scheint, dass die Bevölkerung nach und nach ausgelöscht wird. Und die Königin Estrella, die geht der Legende des Spiegeldrachen nach und entsendet eben 4 Außenseiter, um ein Portal in eine andere Welt zu finden. Und so reisen diese 4 vorhin genannten eben mit ihren Geheimnissen in dieser Gruppe umher. Und es gibt natürlich auch ein paar Zweifel an der Mission. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was es mit dem Spiegel des Drachen auf sich hat. Ja, Drachen, ja, eine Gruppe von 4 Leuten. Und ja, es klingt nach cooler, epischer High Fantasy. Ja, das letzte Mal im September ist das ja mit der epischen High Fantasy ein bisschen schief gegangen. Seht ihr nächste Woche im Büchermonat. Aber hier bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich drauf, denn ich glaube, mit Drachen kann man nicht ganz so viel falsch machen. Das nächste Buch wurde mir als Hörbuch zur Verfügung gestellt, und zwar Spellshop vom Zauber der kleinen Dinge von Sarah Beth Durst. Davon hat, ich glaube, im Juli oder August schon Lisa vom Kanal Gedankenlabor geschwärmt. Sie hatte es, glaube ich, in irgendeiner Bücherbox und hat es dann in Englisch gelesen. Und auch ich hatte es schon auf den Neuerscheinungen für September entdeckt, dass es dann schon im Deutschen herauskommt. Und ich habe mich dann dafür entschieden, es mir als Hörbuch sozusagen zur Verfügung stellen zu lassen. Das funktioniert bei NetGalley, also bei diesem Verlag, tatsächlich immer ganz gut. Da kann man oftmals wählen, ob man das E-Book möchte oder das Hörbuch. Denn ich weiß schon in etwa, wo ich das hören möchte oder zu welcher Zeit. Und dann passt es als Hörbuch tatsächlich ganz gut. Ja, Kila hat es nicht so mit den Menschen, was als Bibliothekarin in der Hauptstadt des Reiches auch kein Riesenproblem ist. Doch als eine Revolution ausbricht und fast die gesamte Bibliothek ein Opfer der Flammen wird, flieht sie auf die abgelegene Insel, auf der sie aufgewachsen ist, und beginnt noch einmal ganz von vorn. Sie bezieht ein kleines gemütliches Cottage, stellt die beste Marmelade her und lernt die Menschen vor Ort kennen. Mit dem durchaus attraktiven Seepferdchenzüchter, wie großartig ist das, von nebenan bahnt sich sogar etwas wie eine, Geschichte an. Doch auch fern der Hauptstadt gibt es Probleme, die nur schwer zu lösen sind. Zum Glück befindet sich in den Bücherkisten, die sie vor den Flammen retten konnte, einige nützliche Zaubersprüche, mit der sie die Dinge ins Lot bringen könnte. Wenn es nur nicht strengstens verboten wäre, sie anzuwenden. Und ich stelle mir dieses kleine Cottage total verträumt vor, wahrscheinlich auch wirklich, wie so ein bisschen die Stimmung sich im Cover einfängt, und dann gibt es Marmelade und es gibt Bücher und es gibt Gespräche und wir lernen wahrscheinlich auch ein bisschen die schrulligen Einwohner kennen. Samt des Seepferdchenzüchters. Das finde ich wirklich großartig. Und bin da sehr, sehr gespannt auf diese ja etwas cozy Fantasy-Geschichte, die eben wahrscheinlich schon sehr ein bisschen wohlfühliger ist und wahrscheinlich ganz so in die High Fantasy geht, aber natürlich so ein bisschen Urban Fantasy ist mit Zauberei, und ich glaube, dass das ganz schön sein wird. Dann war der Manga Day in unserer Thalia, und ich bin da eigentlich hingegangen, um mal so ein bisschen in den Leseproben zu schauen, was mich irgendwie ansprechen könnte, und dann sind aber tatsächlich 3 Mangas bei mir eingezogen. Wie ihr seht, das Manga-Thema nimmt erstmal nicht ab. Und zwar total süß, Maus sei Dank von Hamasaki. Ja, was soll ich sagen, ne? Nach Katzen und Hund kommt jetzt eben eine Maus.
Und zwar ja, haben wir hier Schoko, die eine echte Qual hat, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Und das nicht nur wegen der Aussicht auf die Kollegen, die ihr heimlich mehr Aufgaben aufdrücken, oder wegen ihrer Chef, der ihre Arbeit nicht zu schätzen weiß. Doch dann ja, stürzt sie in der völlig überfüllten Bahnhofshalle. Und dann kommt eben eine kleine Maus, die sich nähert und ein heruntergefallenes Jellybean sozusagen verputzt. Und dann ja, darf die Maus ihr sozusagen einen Wunsch erfüllen. Ich fand das Cover. Also ja, ich glaube, bei Mangas bin ich ein Coveropfer. Finde ich total süß. Freue ich mich drauf, die Geschichte zu entdecken. Dann habe ich noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, drin rumgestöbert in den Büchern, die vor Ort waren. Wir haben da wirklich ein ganz schönes Stockwerk mittlerweile ausgebaut und es durfte mit aus der Zaubergilde verstoßen. Mein Neuanfang als königliche Hofmagierin von Yasuyuki Torikai. Und die Geschichte ist von Shushui Hasuki Nekumi. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste an allem. Und ja, wie es die Geschichte so ein bisschen oder der Titel schon verraten lässt, im Grunde haben wir hier jemanden, die ausgestoßen wurde, aber trotzdem dann Magie über alles liebt und sie trifft auf ihren Schulfreund und ja, sie träumt dann eben davon, königliche Hofmagierin zu werden. Und ja, ich fand auch hier die Optik wunderschön. Also ich fand, also es ist wirklich was, ich gucke auf das Cover, ich gucke mir die Bilder so ein bisschen im Innern an und denke, wirklich wunderschön gezeichnet, und dann darf das mit. Also man merkt so eine Tendenz, glaube ich, wohin die Steffi mit ihren Mangas geht. Ja, und jetzt das letzte Manga-Buch, was bei den Manga Day sozusagen mit einziehen durfte, ist eigentlich eine Sammlung von Mangas, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil ich hoffe es zumindest bei dem Preis. Es ist auch sehr Manga-untypisch, denn es ist wirklich dick. Und zwar ist es Die Katzen des Louvre von Taiyo Matsumoto. Und wie man sieht, sind hier, glaube ich, einige Bände drin. Es ist eine poetische und surreale Welt in den nächtlichen Louvre, wo Katzen ihre Gestalten verändern und sich in den dunklen Räumen unerwartete Begegnungen abspielen. Ich muss echt sagen, hier habe ich echt einen Moment überlegt, weil das dicke Buch tatsächlich gleich 30 Euro gekostet hat. Und wir haben den ersten Teil und einen zweiten Teil. Also vermute ich mal, ja, haben aber auch über knapp 400 Seiten. Ja, ich werte die Seiten bei Mangas, wenn ich sie lese, ein bisschen anders, aber es scheint schon, dass wir hier wahrscheinlich wirklich vier Teile drin haben, aus denen man dann hier zwei große Teile gemacht haben. Und finde ich ganz cool, wir haben hier auch so ein paar schwarze Seiten. Also ja, mich haben die Katzen angesprochen, der Louvre, die Optik. Es ist wahrscheinlich eher eine Graphic Novel, so von der Grafik als tatsächlich ein Manga, aber ich freue mich da tatsächlich drauf, es zu entdecken. Und ja, bin total gespannt. Ja, 29 Euro. Ja, ich glaube, bei einem anderen Hardcover hätte ich irgendwie gezögert. Bei dem hat mich das einfach alles so mit einem Mal gekriegt. Ja, was soll ich manchmal sagen? Ja, manchmal kann man es nicht begründen. Und jetzt käme eigentlich noch ein Buch, das ich vermutlich jetzt einfach einblende. Das letzte Buch, das bei mir eingezogen ist und noch nicht gelesen wurde. Dieser Neuzugang kam gerade noch rechtzeitig, um in dieses Video zu kommen, um ein Neuzugang im September zu sein. Spices and Fire, Scents of London von Katrin S. Knopp aus dem Einhorn Verlag, also dem Verlag, bei dem die liebe Anka arbeitet und sie gefühlt, ich glaube, das ganze Jahr schon geschwärmt hat, seitdem sie das Manuskript gelesen hat, und ich halte es in den Händen. Ja, ich habe die Buchbox bestellt. Ich glaube, für knapp 35 Euro, da war das Porto auch schon inklusive. Ihr werdet das Unpacking dann auch zum Lesevlog sehen, denn dieses Buch wird das Lesevlogbuch diesen Monats. Ich möchte es jetzt also im Oktober auf jeden Fall lesen. Vielleicht habe ich es, wenn ihr das Video seht, auch schon gelesen. Wer weiß. Aber ich ja, freue mich da mega drauf. Optisch wirklich ein Highlight, muss man wirklich sagen, mit diesem rosé-folierten Schriftgedöns. Also wunderschön, es sieht wirklich traumhaft aus. Und wir sind im Jahre 1888 und wir sind in London und wir sind in der Zeit von Jack the Ripper, begleiten aber die 20-jährige Marie, deren Vater eben gestorben ist und der ihr seine Galerie, ja, die Polonien Gallery, ja, vermacht hat, aber nur, wenn sie standesgemäß heiratet, und sie möchte sich aus diesen Konventionen ja so ein bisschen lösen. Sie hat zwei Kandidaten, zum einen den charismatischen Lebemann John Willow und auch den feinsinnigen Kunstliebhaber Edgar Lindbergh, doch keiner von den beiden, ja,
scheint das zu sein, was er vorgibt. Und dann trifft sie auf den düsteren Maler Henry Soretti und der bemüht sich so ein bisschen, sie aus ihren Zwängen herauszubekommen. Wenn ihr das Buch direkt beim Verlag bestellt, ja, jetzt habe ich die Charakterkarten schon rausgenommen, bekommt ihr eine Charakterkarte dazu. Bei der Buchbox sind alle drei Charakterkarten enthalten. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich euch hier in den Neuzugängen die Buchbox zeige, wollte jetzt aber auch niemanden so direkt spoilern, was enthalten ist. Ich kann so viel sagen, wir haben alle Zugaben richtig, richtig gut gefallen. Sie haben perfekt gepasst, man kann alles gut gebrauchen und ich freue mich jetzt dann auch in dieses Buch abzutauchen. Und weiter geht es mit den Büchern, die ich gelesen und gehört habe, die also ja im Grunde jetzt in den nächsten zwei Wochen dann auch in den Büchermonaten vorgestellt werden. Und zwar mit zwei Teilen, die ich als Hörbuch gehört habe, und zwar das kleine Buchcafé an der Isar und auch der Sommer im kleinen Buchcafé an der Isar von Emilia Thomas. Habe ich beide über BookBeat gehört. Ich bin ursprünglich über den zweiten gestolpert und habe mir dann aber erst den ersten angehört, dann direkt den zweiten. Und ja, wie der Titel verrät, wir sind hier in München, wir sind an der Isar, es gibt ein kleines Buchcafé und wir haben schon zwei unterschiedlich getrennte Geschichten, die sich natürlich alle so ein bisschen um dieses Buchcafé drehen, um die gleichen Charaktere drehen und der erste Teil ist noch ein bisschen lockerer, leichter, der zweite hat für mich persönlich ein bisschen mehr Tiefgang, was einfach so ein bisschen die Emotionalität in der Story macht, weil wir da einfach eine Frau haben, die ihren Mann verloren hat und mit dessen Sohn sie jetzt eben auch eine Pause macht. Und im ersten Teil haben wir eine junge Frau, die zwar wirklich gut studiert hat, aber irgendwie keinen Job findet, weil sie entweder überqualifiziert ist oder zu wenig Berufserfahrung hat. Und ja, alles sich so ein bisschen um diesen Buch, um dieses Buchcafé dreht, wo wir eine schrullige, ja, im Grunde Eigentümerin haben. Aber natürlich dreht es sich ein bisschen um Bücher. Katze und Hund, glaube ich, sind auf dem Cover, hat nicht so viel zu bedeuten. Aber alles in allem, ja, habe ich die beiden Bücher sehr, sehr gerne gehört. Dann habe ich ja eine Manga-Reihe komplett gelesen. Die ersten drei Teile habe ich mir bei Rebuy mitbestellt, den vierten dann nachträglich noch bei der Thalia geholt. Und zwar ist es One Room Dog von Shiro Kuma Shota. Und wie der Name es verrät, es geht um einen sehr großen Hund, um einen Samoyeden-Spitz, das ist der weiße Hund, und seiner Besitzerin Hitomi. Und die wohnt eben in Japan in einer Einzimmerwohnung und erzählt uns eben, wie es ist, das Leben mit so einem großen Hund in so einer kleinen Wohnung. Wir erleben den Alltag mit ihr und anderen Hunden und Teil 1... Teil 2, Teil 3 habe ich mir eben gebraucht geholt und dann war abzusehen, dass ich die Reihe großartig finde. Und dann habe ich mir auch noch den vierten und abschließenden Band geholt und war wirklich sehr happy. Der Autor ist wohl jetzt auch nach Deutschland gezogen, so wie ich das in der letzten Geschichte im Nachwort wahrgenommen habe. Und mal gucken. Also ich werde natürlich auch die Autoren, von denen ich jetzt schon Geschichten gelesen habe, auch die Katzen von Sieben Leben oder eine Geschichte von Sieben Leben, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ich glaube, man erkennt bei den Mangas ein Muster, wenn es so ein bisschen tierisch ist. Es ist ganz schön. Ja, wurde von mir schon gelesen. Auch gelesen wurde Die Katze, die nach Weisheit sucht von James Norbury. Ein Buch, das mich sehr gefreut hat, dass es mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und ich mochte auch schon die andere Reihe von James Norbury, Großer Panda und Kleiner Drache und dann auch die Reise der beiden und war hier eben sehr gespannt, was es mit der Katze auf sich hat. Es gibt, glaube ich, im Englischen auch schon was mit einem Hund oder war es ein Wolf? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und das hat mich auch schon sehr, sehr angesprochen. Wir haben halt hier nicht eine echte Geschichte, sondern wirklich so eine kleine Geschichte mit ganz viel Weisheiten und eben auch ein paar Bildern. Richtig, richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber dazu, na, wie gesagt, später mehr im Büchermonat. Und jetzt habe ich hier langsam Platzprobleme, aber es könnte schlimmer kommen. Ja, auch gehört habe ich das Nasse Kätzchen von Kelly Cage. Das ist der Auftakt der Ipswich-Ereignisse. Und das hat noch perfekt in die Stundenzahl bei BookBeat gepasst. Ich glaube, das Hörbuch hatte nur 3,5 Stunden. Hier hat mich das Cover, das ist eine weiße Katze drauf, total angesprochen. Und ich habe es mir dann eben als Hörbuch geholt und ich hatte sehr viel Freude damit. Also wir haben ja auch so eine magische Urban-Fantasy-Geschichte. Wir sind in einem alternativen England und es verschwinden eben große Zauberer und Hexen. Unter anderem eben ja auch die Hexe, die in eine weiße Katze verwandelt wurde, die dann eben bei Miranda vor der Tür sitzt, als Streunerkätzchen aufgenommen wird und man jetzt eben so ein bisschen
vielleicht so ein bisschen cozy crime-mäßig suchen muss, woran es liegt, dass eben die großen Zauberer, Hexen irgendwie verloren gehen. Und ja, als Hörbuch auf jeden Fall zu empfehlen, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Auch gehört habe ich Die Unmöglichkeit des Lebens von Matt Haig. Das habe ich jetzt auch vorgestern erst beendet. Und es war mal wieder ein Matt Haig nach meinem Geschmack. Wir haben hier einen sehr langen Monolog, einen Brief einer früheren Mathe-Professorin, die ihrem früheren Schüler antwortet, der so ein bisschen im Leben festhängt, der Trauer erlebt hat, der nicht so richtig mehr Mut und Kraft hat für das Leben. Und sie beschreibt ihm dann eben eine Reise nach Ibiza, wo sie von einer Freundin ein Haus geerbt hat. Und sie erzählt auch von ihren dunklen Seiten im Leben und dem Moment, wo man denkt, es geht nicht weiter. Und es geht um sehr, sehr viel in dieser Geschichte. Es gibt einen mysteriösen ein mysteriöses Thema, was ich persönlich vielleicht ein bisschen schräg fand, aber ja, habe ich gehört, hat mir auch vom Hören sehr gut gefallen. Und was es sich bei dem übernatürlichen, mysteriösen handelt, dazu dann mehr im Büchermonat. Und das letzte Buch, das ich eben gerade eben noch höre, ist Gib mir etwas Zeit von Harpe Kerkeling. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall im September auch noch beenden. Ich habe alle Hörbücher und Bücher von Harpe Kerkeling gehört und auch manche mehrfach gelesen. Also gerade wenn ich an den Jakobsweg denke, das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gehört und gelesen. Oder auch vor 2 Jahren, glaube ich, kam ja das Katzenbuch von ihm heraus. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er uns hier in seine Ahnenforschung mitnimmt und so ein bisschen erzählt, wo seine Familie herkommt, wo sie hingeht, wie sie zu ihm im Grunde gekommen sind, wie er sich damit beschäftigt hat. Und ich freue mich da auf jeden Fall noch den Rest zu hören und bin sehr, sehr gespannt, wo uns das noch hinführt. Also ich stehe noch ein bisschen am Anfang, aber wir haben auch noch 3, 4 Tage im September. Von daher kriege ich das auf jeden Fall noch gehört. Dann kommen wir zu den Büchern, die nicht auf dem Sub landen. Zum einen ist bei mir eingezogen Der Buchspazierer von Carsten Henn. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass es eine Verfilmung gibt mit Christoph Maria Herbst. Und ich habe das Buch damals super, super gerne gelesen. Es war für mich ein kleines Highlight, in dem es ja um Karl geht, der den Kunden seiner Buchhandlung die Bücher nach Hause bringt. Er gibt diesen Kunden auch verschiedene Namen, von Mr. Darcy über die Villa Kunterbunt, also ein paar Anspielungen auch auf Buchcharaktere. Und dann begleitet ihn auf einmal ein 9-jähriges Mädchen auf seinen Reisen, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte. Und dann passieren auch so ein paar Dinge in der Buchhandlung und er soll nicht mehr austragen. Und wir sind da so ein bisschen dabei, wie das Leben von Karl nicht so schöne Wendungen annimmt. Und ich bin nicht der größte Fan von deutschen Filmen, glaube aber, dass es mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle ganz gut sein kann. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal lesen, bevor ich in den Film gehe. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den Film wirklich im Kino anschaue oder vielleicht warte, bis er dann auf DVD oder Streaming erhältlich ist. Aber hier hätte ich auf jeden Fall Lust auf einen Reread und da gucken wir dann uns einfach mal den Film an. Ja, auch ein cooles Cover. Ich hatte es damals nur als E-Book und habe es jetzt, ich glaube, für 1 oder 2 Tickets bei Tauschticket ergattert. Und dann ein Buch, ja, da war ich mir schon bei Game of Thrones nicht so sicher, wie ich deutsche Übersetzungen von Büchern, die ich in Englisch gelesen habe, so werte. Aber Meet Me in Autumn ist bei mir eingezogen. Habt ihr auch schon auf meinem Herbst-Sub, im Grunde gesehen, wenn ihr das Video gesehen habt. Und zwar, ja, ist es von Laurie Gilmore und es ist der Auftakt der Pumpkin Spice-Reihe. Und ja, man kommt, wenn man das englische Cover, was ich euch hier einblende, vor Augen hat, nicht so wirklich drauf, dass es das gleiche Buch ist. Ich muss schon sagen, das deutsche Cover weicht dem englischen schon sehr ab, was ich ein bisschen schade finde, weil ich das englische per se schon schöner finde, weil sich eben alles um dieses Pumpkin Spice Kaffee dreht. Aber ich finde auch das deutsche tatsächlich ganz schön und ich mag vor allem den Farbschnitt, das muss ich echt sagen. Dieses Herbstlaub, was hier fällt, worüber ich ein bisschen irritiert bin, ist, dass der zweite deutsche Band auch Meet Me in Autumn heißen wird, also Triff mich im Herbst. Und ich glaube, der zweite Teil geht aber gar nicht mehr um den Herbst, beziehungsweise kommt jetzt der 3. oder 4. Im Englischen raus. Und da geht es ja dann um Weihnachten in diesem Pumpkin Spice Kaffee. Da bin ich ein bisschen irritiert. Ich mochte die Geschichte letztes Jahr, als ich sie in Englisch gelesen habe, sehr gerne. Ich habe mir meine Rezension nur so nicht mehr dazu angesehen, aber ich war super happy, als ich vom HarperCollins Verlag das Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe und es jetzt dann auch lesen werde im Oktober oder im November. Und wir haben hier eben so ein bisschen die ganz fröhliche, hippe Genie,
die dann auf den attraktiven, aber mürrischen Logan trifft und das alles so vor diesem Pumpkin Spice Kaffee. Und wenn eine Autorin sich schon Gilmore nennt, weiß man so ein bisschen, dass wir hier Stars Hollow Feeling erwarten können. Und das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Das war auch gut getroffen. Ich muss sagen, die Geschichte hat keinen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ist jetzt auch schon ein knappes Jahr her, dass ich es gelesen habe. Hat letztes Jahr in der Herbstzeit, ich glaube auch Oktober und November. Aber ich weiß, dass es mir gut gefallen hat, dass ich auch ein paar schöne Lesemomente hatte und ich freue mich jetzt einfach nochmal auf die deutsche Geschichte und werde da ein bisschen eintauchen. Wie gesagt, das zweite Buch ist auch schon angekündigt, aber ich glaube erst für zweites Quartal nächstes Jahr. Bin ein bisschen irritiert, warum es dann auch noch Meet Me in Autumn heißt, warum man da ja eigentlich so diese Überschrift beibehält. Vielleicht war das auch nur der erste Titel, aber ja, das landet im Grunde auch nicht auf dem Sub, weil es ja in Englisch schon gelesen ist. Und dann Bücher, die nicht auf dem Sub landen, sind 6 Mangas, die bei mir angezogen sind, die aber nur Leseproben sind. Und zwar war jetzt ist das der 21. gewesen? Muss ich kurz nachdenken, ja. Am 21.09. war der Manga Day in unserer Thalia. Ich glaube auch deutschlandweit, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und man konnte sich Leseproben von Mangas mitnehmen. Bei uns haben sie die halbe Etage oben ganz schön hergerichtet. Ganz viele Mangas, auch alles andere so ein bisschen um dieses Graphic Novel Thema und so weiter. Fand ich ganz schön gemacht. Auch dekoriert war es so ein bisschen Manga-mäßig. Hat mir auch gut gefallen. Und dann war ich natürlich neugierig auf die Mangas, die es da so ein bisschen vor Ort gibt. Und ich glaube, ich habe jetzt deswegen 6, weil ich eigentlich nur 4 hatte oder 5. Und meine Freundin, ich war mit 2 Freundinnen dort, die hat dann auch noch einen Spann gefunden und die hat mir dann sozusagen auch das ihrige noch in die Hand gedrückt, als sie es gelesen hat und gesagt, Steffi, hat mich nicht so angesprochen, aber vielleicht ja dich. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welches es war. Ich habe jetzt also 6 Proben hier, wo ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen kann. Ich werde die einfach mal so ein bisschen anlesen und dann bin ich mal gespannt, ob da irgendwas bei mir einzieht. Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir haben hier zum Teil wirklich 120 Seiten. Und wenn ich so denke, also was soll da noch kommen? Meine anderen Mangas hatten zum Teil nur 140 Seiten und ich denke mir, hat man sich das jetzt wirklich, also hier zum Beispiel der Band, Kapitel 5 fängt bei 173 an, also wäre das wahrscheinlich die Hälfte mit 210. Naja, okay, lassen wir uns überraschen. Und zwar durfte mit Atelier of Witchhead das Geheimnis der Hexen von Kamome Shirahama. Man sieht hier auch Manga Day 24, man sieht auch, dass es gratis ist und dass es hiermit zusammenhängt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wir haben hier was Magisches, denn als Hexe wird man geboren und wenn man das nicht ist, hat man es mit Zauberei in diesem Dorf nicht so einfach. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das Buch, was ich mir nicht selbst ausgesucht hatte. Und zwar Licorice Recoil von Yasunori Bisen und Spider Lily. Ich glaube, das war das, was ausgesucht wurde. Und hier geht es um ein Verbrechen, Sicherheit in Japan zu gewährleisten. Und dann werden diese beiden, die Ace sozusagen aus der Geheimorganisation beauftragt. Ja, bin ich gespannt. Ich lese auf jeden Fall mal rein, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nichts gewesen wäre, was mich direkt angesprochen hätte. Aber deswegen kann man ja mal reinlesen. Ja, Hüterin der Drachen. Ich muss, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Wir sind hier in den Gefilden der wilden Drachen. Das ist tatsächlich relativ dünn. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das gut wahrscheinlich nur die Hälfte ist. Von Ritsu Aozaki, das Original ist von Asagi Orikawa und das Charakterdesign von Akito Ito. Würde mich ja auch super interessieren, wie Manga-Menschen, Autoren, Zeichner so zusammenarbeiten. Ja, Drachen, das hat mich natürlich direkt gecatcht und angesprochen, muss man ja ehrlich so sagen. Dann Der Mond in einer Regennacht von Kutsushiro. Fand ich auch richtig schön. Es geht hier Saki, die auf dem Weg zum Klavierunterricht in einem verregneten Abend mit einem Mädchen zusammenstößt und dann fallen alle Klaviernoten zu Boden und die schöne Fremde hebt diese wortlos auf und läuft dann davon und dann ahnt Aki, aber Saki noch nicht, was es für ein mysteriöses Mädchen war, welches Geheimnis hier im Verborgenen ist und ja, das hat mich auch von der Optik sehr, sehr, sehr angesprochen. Dann The Strange House von Uketsu und Kiyo Ayano.
Und wir haben hier so ein bisschen, ja, es hat für mich so ein bisschen gewirkt, auch wie so ein bisschen ein Miträtseln, also dass wir hier ein bisschen mitfiebern können. Denn ein junger auf Okkultismus spezialisierter Autor wird von seinem Bekannten Yanaoko gebeten, sich den Grundriss eines Kaufobjektes anzuschauen, auf dem ein versteckter Raum zu sehen ist. Und es geht hier so ein bisschen um Spukhäuser und ja, will dann eigentlich davon Abstand nehmen, das Haus zu kaufen. Klingt auf jeden Fall spannend und miträtseln tue ich ja hin und wieder auch ganz gerne. Und dann haben wir wieder etwas Magisches, und zwar die Tagebücher der Apothekerin, Geheimnisse des am Kaiserhof von Hyunga Nanao Nikogurago und Tuku Shino. Wahnsinn, Story Light Novel, Story Manga, Zeichnungen, also vier Leute, wirklich verrückt, cool. Also verrückt im positivsten Sinne. Und zwar ist es der Manga zum Anime-Hit. Also ich muss sagen, von Animes habe ich ja gefühlt noch weniger Ahnung als von Mangas. Und ja, hier hat mir auch die Optik, vor allem hier hinten, hat mir super gut gefallen. Und ja, Mamao ist eine unscheinbare Dienerin am kaiserlichen Hof. Zumindest bemüht sie sich, so gesehen zu werden. Denn seit sie in den Dienst des Kaisers verkauft wurde, hat die junge Apothekerin alles dran gesetzt, ihre Schuld abzuarbeiten, ohne weiteres Aufsehen zu erregen, damit sie bald nach Hause kann. Und doch ist sie aber eigentlich viel zu neugierig und schlau. Und dann ja, trifft sie auf die Kronprinzessin mit einem mysteriösen Fluch und sie muss dieses Rätsel lösen. Ja, hat mich sehr, sehr angesprochen. Und so, ja, durften 5 plus 1 Probemanga bei mir einziehen. Mal schauen, wie ich die im Oktober, November vielleicht so ein bisschen genussvoller mal einlese. Und wenn mir die dann gefallen, muss ich wirklich mal gucken, ja, dass auf dem Tablet auch gut funktioniert. Also sagt mir mal gerne, ob ihr Manga-Erfahrung habt auf dem Tablet, ob man das gut klein und groß zoomen kann. Würde mich sehr interessieren. Erzählt mir das gerne. Und ja, das waren sie jetzt, die, ja, gefühlt ja wahrscheinlich dann fast 30 Bücher. Also je nachdem, wie man die Proben dazu zieht. Ich zähle die jetzt nicht auf den Sub, weil es sind im Grunde ja nur ein Drittel oder halbe Bücher, in die man reinliest. Ich zähle auch sonst Leseproben nicht mit. Dachte aber, vielleicht findet ihr das ja trotzdem ganz spannend. Und solltet ihr nochmal was von einem Manga-Day in eurer Buchhandlung hören, dann schaut da auch super gerne vorbei. Ja, eine ganze Menge an neuen Büchern, die jetzt auch verräumt werden dürfen, auf die ich mich sehr freue, auf all die, die ich eben noch nicht gelesen habe. Und ihr dürft euch freuen auf die, die ich schon gelesen habe, euch dann in den nächsten 2 Büchermonaten auch vorzustellen. Und ich denke, das war's jetzt wirklich. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, ob eins der Bücher vielleicht auch bei euch eingezogen ist, auf welches Buch ihr euch im September sehr gefreut habt und dann auch besorgt habt. Lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.